TV Total wird Ihnen präsentiert von Stefan Raab. Also, jetzt beruhigen wir uns mal alle. Herzlich willkommen bei TV Total, meine Damen und Herren. Keine Sorge, heute ist nicht schon wieder The Mask Moderator. Ich bin nur die Aushilfe. Also, die einen kennen mich von Otto der Film, die anderen von Zärtliche Cousine. Jetzt fragen Sie sich zu Recht, was ist passiert? Nicht erschrecken. Puffy hat sich verletzt. Ja. Ja. Und weil es mir so schwer fällt, darüber zu sprechen, erkläre ich es Ihnen mit einem kleinen Lied. Er fuhr mit einem Fahrrad fröhlich durch den Wald. Doch Anfang November ist es glitschig und auch kalt. In einer scharfen Kurve rutschte er dann plötzlich weg. Er knallte auf den Boden und dachte sich, oh Schreck. Der Bauch tut weh, der Rücken auch. Was mag das wohl sein? Ja, Rippenbruch. Er hat einen Rippenbruch. Rippenbruch, vierfachen Rippenbruch. Rippenbruch, er hat einen Rippenbruch. Ah, Rippenbruch, vierfachen Rippenbruch. Rippenbruch, er hat einen Rippenbruch. Ja, Rippenbruch, davon kriege ich nie genug. Rippenbruch! Ja. Also an der Stelle. Oh. Ja, an der Stelle natürlich alles Gute an den lieben Puffy. Ganz ehrlich, von Herzen, werd schnell wieder fit. Du wirst hier ganz doll vermisst. Ja. Okay. Gute Besserung. Und ich muss sagen. Ich muss sagen, diese Stimmung hier, die haut mich um. Die ist fast so schön wie auf dem Oktoberfest. Ja. Kennen Sie eigentlich mein Lieblingsfoto vom Oktoberfest? Das Foto von Markus Söder, beziehungsweise
von Markus Söders Tochter und ihrem Freund. Da hat sie ihn gerade vom Bällebad abgeholt. Aber nein, komm. Schnee von gestern. Ja. Schnee von gestern, kommen wir mal zur aktuellen Fernsehgeschichte, zum aktuellen Fernsehgeschehen. Der Sommer geht, Bachelor in Paradise kommt. Ja, ich habe mir das mal erklären lassen. Also ehemalige Bachelor- und Bachelorette-Kandidaten tummeln sich wieder in irgendeiner Villa und flirten wie die Weltmeister. Bei Yannick und Jana Maria zum Beispiel knittert es gewaltig. Also knittert vielleicht auch, aber es knistert auch. Und Yannick packt gleich mal sein schönstes Kompliment aus. Beim Bachelor fand ich Jana Maria sehr ansprechend. Ich fand ihre verrückten Augen sehr, sehr cool. Deine Augen sagen so, ich stech dich gleich ab. Also, ich sag mal so, wenn Sie einer Frau ein Kompliment machen wollen, dann bitte richtig. Kräftig zugelegt im Vergleich zum letzten Mal. Ja. Auf der anderen Seite scheint Jana Maria schon auch klare Vorstellungen zu haben, wie ein Mann so sein sollte. Wenn ich jetzt hier, glaube ich, sagen müsste, finde ich Danilo gerade am attraktivsten, rein vom Optischen. Aber er ist halt hohl. Ja, gut. Also der Vollständigkeit halber muss man sagen, der Satz von ihr, der geht ja noch weiter. Aber er ist halt hohl. Also hohler wie ich. Ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster und sage, also hohl kann man nicht steigern. Ja? Ich finde aber, Jana Maria ist auf einem guten Weg. Also eine ehrliche Selbsteinschätzung ist ein wirklich guter Anfang. Also ich hatte sehr tolle Gespräche mit dir. Und ich bin nicht so eine Frau mit Wörtern. Eine Frau ohne Wörter. Das ist sehr traurig. Also, liebe Jana Maria, ich würde dir gerne ein paar Wörter schenken. Was Romantisches. Wolfgang, hast du romantische Musik? Ja. Ja. Jana Maria. Diese Wörter sind nur für dich. Rosenzauber. Sommernachtstraum. Woo. Menopause. Rippenbruch. Rippenbruch. Das ist ein schönes Wort. Also. Wir bleiben gleich mal in der TV-Flirt-Welt. Bei Bauer sucht Frau wollte Patricia ihren Bauern Jörg mal so richtig verwöhnen. Und wie gewinnt man das Herz seines Traummannes? Mit einer Wassermelone. Wann isst denn nur das Rote? Das heißt also, das Grüne muss ja ab. Normalerweise hole ich die immer schon bereits geschnitten in so Schälchen. Und jetzt müssen wir die selber schneiden. Aha. Ich hole mal. Brauchen wir ein Schneidebrett? Hä? Ja, das geht doch. Was willst du denn jetzt machen? Ja, die Pelle ab. Die Pelle ab? Wieso denn die Pelle ab? Die kannst du nicht dran lassen. Weil das Rote ist, ne? Ja, das weiß ich auch. Und? Willst du mich verarschen? Ich hab gedacht, dass das einfach wie eine Kartoffel, dass man dann die Schale abmacht. Aber das geht doch ab. Ja, und wie lange willst du denn an der Melonschäle? Mir ist ja nur das Rote raus. Ne? Ja, eben. Da muss man die Pelle doch abmachen. Ja, weißt du, wie dick die Schale ist? Ich denke, du hättest schon Melone gegessen. In Duisburg kriege ich die immer in so Joghurtbecher, wo man einfach mit der Gabel schon, also mundgerecht, schon fertig. Und dann kann man die schön essen und fertig ist. Okay,
Also, ich sag mal so, wer kennt es nicht, das Kultzitat aus Dirty Dancing? Ich habe eine Wassermelone geschält. Ja. Zum Glück war es keine Kokosnuss. Ja, ich glaube, das war auch das erste Mal in der Geschichte von Bauer sucht Frau, dass ein Bauer gesagt hat, willst du mich verarschen? Ja. Wir wollen, apropos, also nicht verarschen, aber apropos Melone, wir könnten hier ein kleines Experiment machen. Dazu bräuchte ich eine Freiwillige. Ja? Also es gibt 100 Euro zu gewinnen. Ja? Es gibt 100 Euro zu gewinnen. Ich brauche eine Zuschauerin, die es schafft, bis Ende dieser Sendung eine Wassermelone geschält zu haben. Ja? Also wir haben da so Sparschäler haben wir zur Verfügung. Wer möchte das freiwillig? Gibt's? Da verstellt einer seine Stimme, so ein Kerl. Ja, so. Du möchtest tatsächlich, ja? Kann ich mal ein Mikro haben? Ich muss mal checken, nicht, dass das ein Profischäler ist. So. So. Ich bin Ungar. Wie heißt du denn? Thalisa. Nochmal, Entschuldigung. Thalisa. Und was qualifiziert dich zum Melone schälen? Ich weiß nicht. Hast du irgendwelche Schälrituale? Oder sagen wir mal, was schälst du am liebsten? Kartoffeln, kannst du Eier schälen? Schon mal probiert? Hast du dich, aus was hast du dich heute Morgen geschält? Aus dem Ei. Ja, du bist genau richtig, komm mal mit. So. So, kriegst du ein Mikrofon? So. Ich nehme dich mal mit darüber, da haben wir was Schönes vorbereitet. Ich lege das Mikro wieder hier hin, ja? So. Guck mal, das ist jetzt. Guck mal, das hast du dir anders vorgestellt heute, ne? Hast gedacht, heute TV Total, ja, Arsch voll Geld bezahlt für die Karte und jetzt sitze ich hier und schäle eine Melone. Ich gehabt. Ja, aber es ist ein toller Platz, guck mal, du siehst alles perfekt. Ja, tolle Aussicht. Schau mal, wir haben hier, bist du Links- oder Rechtshänder? Rechtshänderin. Rechtshänder. Guck mal, ist das der Rechtshänder-Schäler? Sieht so ja, aus. Ja, ist er? Gut. Das hier ist eine neutrale Wassermelone. Mhm. Hier haben wir was vorbereitet, falls du dich verschälst. Ja. Willst du mal einen Probeschäler machen? Komplett runter, ne? Ja, das muss alles runter, ne? Also das muss, am Ende muss alles rot sein. Ja? Okay. Oh, ja, musst du ein bisschen umrühren, verletzt dich nicht, ne? Ja, wie viel Zeit haben wir denn? Jetzt? 50 Minuten ungefähr, bis dahin. Lass dir Zeit, ruf dich ein bisschen ein. Ja, okay. Ja, aber sieht schon nicht schlecht aus, ne? Ja. Ich drück die Daumen. Hab die Kohle dabei.